Hallo und herzlich willkommen zurück bei Civilization 5. Ich bin's, der Black. Hallo. Und ich versuche mir gerade vergangene Stadt zu holen. Seattle. Das wäre ja schon mal was Nettel. Aber mal schauen, ob das überhaupt klappt. So, hier unten schießt... Ernsthaft? Kommst du da nicht voran? Die schießen da noch mit Triebocken. Hä, wer denn? Ja, da unten bei Houston. So, ja. Hast du Houston? Geh zu Houston. Und du meinst, dass ich da nicht vorankomme oder was, oder? Ja, keine Ahnung, weil das sieht ja so, sieht aus, als würdest du nicht vorankommen. Nee, alles eingeplant. Ich mein, das sind von, die sind ja nun nicht unbedingt die Schwächsten, das sind die Schwächsten, okay. Ja, du weißt schon, was ich meine. Ja, so, ich mute mich mal und... Ich mute mich auch mal. So, okay, folgendes. Wir sind auf jeden Fall im Jahr 2003 mittlerweile angekommen und... So, versuchen wir da auf jeden Fall Spanien noch ein bisschen klein zu halten. Entscheidender Sieg. So, Weltkriegsbomber, Militärakademie, 15 EP für alle Einheiten. Na gut, das bringt es halt irgendwie meistens gefühlt halt irgendwie wenig. Das muss man auf jeden Fall. Kavallerie. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Eine nette Sache, Kavallerie. Kann man auf jeden Fall mal so. Sind wir auch wieder im Miet dann, ne? Ah, ich hätte gerne lieber Wohlstand, muss ich sagen. Ja, wir müssen jetzt momentan, wir müssen etwas aufpassen. Alles echt nicht, ne? Da muss man wirklich... Singapur können wir auf jeden Fall machen. Oder Monaco. Halt auch dort lang hier. Das ist dort lang. Das sind die Bratislava. Bratislava. Sind wir sowieso fast verbündet mit denen. Hier drüben hat er auch Krieg, okay. Wird auf jeden Fall eine Zeit lang dauern, ne? Wird auch hier die mit den Kavallerien. Ja gut, hier hat er die Schützen, er hat hier noch die Gatling-Kanone. Wissenschaftsfinanzierung. Außer Schriftsteller, Scheibe, die den Luxus gut verbieten, Wein. Okay. Gut. Ja, wir gehen einfach mal in die nächste Runde. Wir können momentan, wie gesagt, nicht viel machen. Das ist leider wirklich ein kleines Problem. Ich bin auf jeden Fall mal auf den Technologiebau. Nächstes wäre Verbrennungsmotor und dann wäre dann irgendwann hier auch mal Panzer. Also das würde auf jeden Fall noch eine Zeit lang dauern. Ja? So. Ballistik, das und so weiter. Dies, das und so weiter. Achter Koreanisch, Trierisch, Spanisch, Galeasse. Die Stadt einzunehmen, das dauert scheinbar schon auf jeden Fall eine Weile.
So, wir können ja auch mal auf jeden Fall mal mit Ramses mal Botschaft annehmen. Ja, so, zack. Edelsteine will ich haben. Gar nicht. Schade. Weil man halt mit denen halt gar nicht handeln kann, ne? Das nervt mich auch ein bisschen. Ja, okay, was ist unser nächstes? Ja gut, Hotel. Wir können momentan wirklich nur Hotel bauen, weil das... San Francisco öffentlich... Dann wieder ein... Positives vom Ding her, so, das heißt, wir... Der wird auf jeden Fall gleich. Er wird die Stadt auf jeden Fall gleich haben. Konnte jetzt allerdings auch in den letzten Runden halt eigentlich kaum aufholen auf ihn. Das ist natürlich auch ein kleiner weiterer Nachteil. Er hat jetzt die Stadt auf jeden Fall auf 0 und hat sie auch jetzt eingenommen. Da gehört sie ihm. Ja, das ist natürlich... Ja, das gab einfach mal 50 Punkte. Das muss man so sagen. Das gab auch mal 50 Punkte. So, ja, Chicago noch auf Wohlstand ausgerichtet. Wie gesagt, ein Handelsweg. Ja, kommen wir dann noch durch die Eisenbahn. Ah, das hat der Black alles schon durch und durch. Ne? Es sind natürlich auch... Ja gut, wir werden vermutlich dann wieder auf Platz 2 rutschen. Ja, das heißt, bevölkerungstechnisch sind wir halt einfach mal dreimal so weit dem Black hinterher. Haben natürlich auch dementsprechend natürlich weniger Nahrung und Ernteertrag, weil er auch technologisch deutlich stärker ist. Alphabetisierung, forschungstechnisch bin ich ein bisschen rangekommen, glaube ich. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Zustimmung ist okay. Soldaten bin ich ganz, ganz weit unten. Vom Land her, ja, bin ich auch nur noch auf Platz 2. Ja. Da fehlt natürlich momentan noch ein bisschen was, ne? Das kann man so halt auf jeden Fall schon mal sagen. Ja, und ich weiß nicht, ob wir da noch was drehen können innerhalb der nächsten 40, 45 Runden. Ich habe allerdings halt auf jeden Fall erstmal den Krieg hier gegen Spanien, habe ich erstmal noch so gelassen. Ja, genau aus diesem Grunde, dass man da wirklich nochmal die Möglichkeit hat, ein paar Städte halt auf jeden Fall einzunehmen. Wäre gar nicht so übel. Ja, muss man natürlich mal schauen. Ne? Warten noch gerade noch auf den Spieler. Jetzt nicht, ob seine Zufriedenheit dann so krass nach oben und unten ist, wie auch immer. Ich bin trotzdem mal nach Seattle gehen. Indien. Seattle. Da sind wir unterwegs.
So, ansonsten, ja gut, unsere Sozialpolitik, naja, das dauert auch seine Zeit jetzt. Haben jetzt in Anführungsstrichen auch nur 175 zusätzliche Punkte pro Runde. Ja, goldenes Zeitalter. Ja. Wir natürlich nochmal schauen, wie das hier mit dem Siegfortschritt momentan aussieht. Wissenschaft, null Spieler haben das ja, Technologie, wir sind nicht weit entfernt davon, Diplomatie, null für Weltherrscher unter eurer Kontrolle, 6 Stück. Nationen sind noch nicht, ihr seid einflussreich bei der Zulu und bei einflussreich bei der Zivilisation Dänemark. Aber da brauchst du halt, glaube ich, auch bei allen muss man da sehr, sehr einflussreich sein. Ja, was vielleicht noch, schwierig. Der Countdown, der tickt auf jeden Fall. Belgrad und Indien nicht mehr verbündet. Bratislava verlangt nach mehr Glauben. Okay, das hätten wir auf jeden Fall schon mal. So, Philadelphia. Stadion. Das wäre doch mal eine gute Sache. Wir sind nur noch bei plus 7. Ah, die Städte wachsen halt auch, ne? Das ist Städte, die wachsen ohne Ende. Das ist auch so für sich. Oha, direkt weg. Ja, gut. Kann man mal machen. Muss man aber auch nicht. So, Chicago macht im Moment immer noch Wohlstand. Die haben da momentan noch Bock drauf. Da hatten wir noch. Also Washington selbst hatten wir Hand geschickt. Ja gut, zählt ja nichts, ne? Ja, ohne dem würden wir momentan auch im. Achso, warte mal. Warte auf Spieler, ne, warte mal. Den Schützen mal schicken wir mal ein bisschen um die Welt. Mich würde es mal interessieren, wie der Black seine Verteidigung und dann halt aufgestellt hat und so weiter und so fort, ne? Und dann hat der Black natürlich deutlich mehr zu tun, weil er jetzt hier auch noch hatten eigentlich so Spiel ohne Überwachung einrichten. Erstmal noch die nächsten 3 Runden. Schauen wir mal. Ganz Seattle subiert, ne? Sind sich 10 Runden lang im Widerstand, ey. Die Zufriedenheit ohne Ende. Wir könnten halt auch mal hier noch die Einheit auflösen, die Einheit Ritter auflösen. Hier noch irgendwelche Einheiten. Ja. Halt ein paar. Ja. Bringt uns alles momentan noch nicht so viel. Das ist natürlich doof.
Aber unsere Städte, sie wachsen zumindest schon mal, ne? Das ist schon mal, also. So. Ach ja, ach ja, ach ja. Wir können doch mal auf den Technologiebaum gehen. Wir können das ja mal ein bisschen hochrechnen, was wir denn jetzt eigentlich noch für die nächsten paar Runden, also beziehungsweise für den Rest der Sachen halt brauchen. Also, Problem ist halt erstmal, wir haben hier Manhattan-Projekt, wir hatten hier Wissenschaft von der Modernisierung, Akademie, direkt Uran auf der Karte, Kernspaltung, Atombombe. Die Vernichtung der Feinde richtet großen Schaden bei Städten und Feinden. Atombombe. Okay, Bazooka. Kernkraftwerk. Ja, okay, gut. Problem ist, fangen wir erstmal damit an, ne? Dass wenn wir jetzt wirklich straight drauf gehen würden, brauchst du erstmal schon mal knapp an die 30 Runden. Ja, das, ja, gut, nach 30 Runden hättest du dann vielleicht gegebenenfalls mit etwas Glück. Ramses hat auf jeden Fall Frieden geschlossen, hat noch Riebe auch noch dazu bekommen, sogar als Stadt. Puh, das ist natürlich jetzt ein Hammer. Ne? Ich bin jetzt auf Platz 2, aber es ist natürlich schon, ja. Ja. Ja, so eine Stadt hat 40 Punkte gebracht, insgesamt. Ne, die einzunehmen. Tja. Das ist halt so, ne? So, ich für meinen Teil weiß halt wirklich momentan nicht, was ich da halt am besten sollte, um halt. Ja, vielleicht noch, um halt noch auf Platz 1 zu kommen. Ich glaube, es wird vermutlich so werden, dass wir, ich mich mit Platz 2 an der Stelle, ja, zufrieden geben muss. Das liegt halt auch einfach daran, ich hab mir schon die Ursachen. Ah, warum ist das so? Also erstmal war das natürlich hier um Kuala Lumpur erstmal eine bitterböse Sache. Das hat mir natürlich, ich habe natürlich mir den Zorn von anderen aufgeeignet und habe die Stadt am Ende nicht mal bekommen. Das war richtig, richtig Fail. Das war ein großer, großer Fail in dem Moment. Die nächste Geschichte war dann halt auf jeden Fall um Vancouver herum, dass ich dort aufs Land getreten bin und mir dann sozusagen halt der Krieg halt erklärt wurde von Dänemark. Und nicht nur nächste Runde, sondern auch nächste Folge. Ich denke, das war ein ganz erfolgreicher Feldzug, den wir da hatten. Und ja, wir sehen uns im nächsten erfolgreichen Feldzug, vielleicht mal wieder gegen Dü. Mal schauen. Wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Tschüss.